Ja, Bingo, Abitur, Glückwunsch zu drei Toren, Glückwunsch zum Geburtstag. Was habt ihr denn heute gut gemacht, dass das nicht der spannende Pokalfight wurde, wie es sonst auf dem Pokal ist? Ja, also erstmal danke für die Glückwünsche. Wir haben uns vorgenommen, einfach eine Runde weiterzukommen. Das war das Ziel. Am Anfang, würde ich sagen, war das schon das erwartende schwierige Spiel. Wir haben die ersten 5 bis 7 Minuten gebraucht, um reinzukommen. Wir haben auch so in der Konstellation noch nie wirklich so zusammengespielt. Ich glaube, das ist dann auch normal, dass man ein bisschen braucht, um dann die Abläufe reinzubekommen. Aber dann nach dem ersten Tor, nach der Ecke, glaube ich, war das, haben wir dann so einen Flow entwickelt, haben das gut gemacht, waren sehr gut im Gegenpressing, gut im Anlaufen. Das, was der Trainer uns vorgegeben hat. Und am Ende haben wir ganz klar und verdient gewonnen. Für dich persönlich auch ein schönes Gefühl, jetzt mal ein paar Tore gemacht zu haben, durchgespielt, nachdem du zuletzt nicht so häufig gespielt hast. War für dich persönlich jetzt ein gutes Gefühl hier? Auf dem Ja, war ein sehr schönes Gefühl. Vor allem hat gepasst, heute Geburtstag gehabt. Hat am Anfang nicht so gut geklappt mit dem verschossenen Elfmeter, aber ich habe mir dann vorgenommen, dass ich heute mache und dem Team helfe. Und es hat dann heute 3-mal geklappt. Ich würde sagen, gelungener Abend. Und ja, jetzt schauen wir weiter auf das wichtige Heimspiel gegen Wiedenbrück. Und darauf liegt jetzt der Fokus. Da bleibt euch nur wenig Vorbereitungszeit. Was wird jetzt wichtig sein die nächsten 2 Tage, dass man schon wieder vorbereitet ist auf das nächste Spiel? Ja, also zunächst einmal würde ich sagen, dass wir morgen wahrscheinlich gut regenerieren. Und ja, dann beginnt auch schon die Vorbereitung auf Wiedenbrück. Ich denke mal, dass der Trainer uns sehr gut einstellen wird und dass wir da auf Sieg spielen werden und dass wir oben dran bleiben. Denn das ist unser Ziel und hoffen, dass wir natürlich am Freitag die 3 Punkte hier behalten. Zwischenzeitlich war schon die Auslosung für die 2. Runde. Weg, Berg, Weg wartet auswärts auf uns. Okay. Nicht das allerleichteste los, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Vor allem, wir werden dann wahrscheinlich auswärts spielen. Das ist, glaube ich, nie so einfach. In den letzten, ja. Ich habe letztes Jahr in der 3. Liga noch gespielt. Davor, kann ich mich erinnern, waren immer unangenehme Spiele in Beek. Deswegen wird keine einfache Aufgabe, aber ich glaube, dass wir da als Favorit anreißen und dass wir da auch auf jeden Fall weiterkommen werden. Gut, danke dir. Gerne. Ja, Heiner Backhaus, 10:0 für die nächste Runde. Mit dem Ergebnis kann man, glaube ich, mehr als zufrieden sein. Wie zufrieden warst du denn auch mit dem Spiel? Ja, das Spiel war sehr fahrig zu Beginn. Das 1-0 war dann am Brustlöser. Das hat man gemerkt, dass dann die Jungs, die heute da gespielt haben, haben ja die letzten Wochen nicht so einen Rhythmus gehabt. Das Tor haben sie gebraucht und dann ging das einfacher. Und sah dann zwischendurch recht gut aus. Die Anzeigetafel hat das Ergebnis noch nicht so regelmäßig gesehen, weil unser Wappen war dann auf einmal weg. Aber das war gut und keiner verletzt. Die Jungs, die letzten Wochen nicht so viel gespielt haben, haben viele Tore gemacht, hatten viele Strafraumszenen. Das war wichtig, glaube ich, der Tag heute. Du hast mit Noah Förster auch 19 Spieler gebracht. Viele Spieler, die jetzt zuletzt nicht so gespielt haben, wie zufrieden warst du mit den 19? Mit beiden U19 Spielern. Noah hat durchgespielt, hat in der Halbzeitpause von mir die Ansage bekommen, jeden Ball nach vorne zu spielen. Auch auf die Gefahr, dass es mal ein Fehlpass wird. Aber wir wollen nach vorne spielen und das müssen die Jungs und dürfen sie hier lernen und dürfen auch Fehler machen. Und zweite Halbzeit, Leo hat das auch super gemacht, war sehr kreativ, war in vielen Balleroberungen mit dabei, hat schön viele Vertikalbälle gespielt in die Schnittstellen. Also es hat mir gefallen, gerade die beiden jungen Spieler. Aber auch unsere Jungs, habe ich viele Karten gesehen, die Jungs heute in den Ring geschmissen haben. Es waren viele Bewerbungen dabei. Jetzt wartet in der nächsten Runde schon ein Ligakonkurrent auf uns mit dem FC Wegberg-Weg auswärts. Wahrscheinlich nicht die allerleichteste Aufgabe. Mich interessiert immer das nächste Spiel noch. Und das ist Freitagabend und da wollen wir 3 Punkte zu Hause holen. Und nochmal heute auch bei dem Wetter, bei der Kälte, 2200 Zuschauer gegen Bezirksligisten. Das war eine würdige Leistung für einen würdigen Rahmen heute. Und jetzt wollen wir Freitag nachlegen und da sind wir wieder gefordert, dann auch die Punkte hier zu behalten.